Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort von Tagesschau 24. Dieser Film trägt seinen Titel nicht zu Unrecht. Kings of Hollywood hat eine echte Traumbesetzung mit Robert De Niro, Tommy Lee Jones und Morgan Freeman. Drei echte Hollywood-Schwergewichte in einer schwarzen Komödie über abgehalfterte Stars und ihren Überlebenskampf in der Unterhaltungsmaschine Hollywood. Aber garantiert die Besetzung auch einen sehenswerten Film? Ein bisschen misstrauisch darf man dabei Regisseur und Drehbuchautor George Gallo schon sein. Der kennt zwar De Niro und Freeman gut genug, dass sie für seinen Film zusagten. Sein eigener letzter Erfolg ist aber immerhin mehr als 30 Jahre her. Aber dadurch weiß er sicher einiges darüber, wie es im Erdgeschoss der Traumfabrik zugeht. Ob das aber gute Aussichten für den Film sind, weiß Nico Schrader. So fährt ein Erfolgsproduzent wie du so eine alte Schrottkarre? Naja, ich bin halt einfach kein großer Angeber. Oder bist du pleite? Nein. Du lügst. Ich schwöre, ich lüge nicht. Ich meine, okay, ich lüge ein bisschen, aber ich bin Produzent. Was erwartest du? Ich werde dir jeden Cent zurückzahlen. Du hast mein Wort. Du hast 3 Tage. Danach werde ich dich erwürgen. Ein Dauerzustand bei Max Barber, der immerhin selbst an den Erfolg seiner leicht abseitigen Filme glaubt. Jeder weiß es, du brauchst Geld, Max. Kommt doch einfach mal ans Set. Frank Pierce ist auch da. Entschuldigung, Mr. Pierce, könnte ich bitte ein Autogramm haben? Höhenflug und Absturz. Auch im Filmgeschäft unberechenbar. Oder nicht? Frank Pierce war mit 5 Millionen Dollar versichert. Dieser Mistkerl dreht keine Sekunde vom Film und verdient 5 Millionen Dollar. Stell dir vor, dir stirbt ein Darsteller und du kriegst nur einen lausigen Scheck von der Versicherung. Die Lösung für seine Geldklemme. Dafür braucht er als erstes einen möglichst abgehalfterten Darsteller. Sie sind Duke Montana? Ja, das ist Duke Montana. Was tun Sie da, Duke Montana? Meine tägliche Runde russisches Roulette. Sie sind die perfekte Besetzung für meine Hauptrolle. Duke Montana, ehemaliger Filmstar, der alle Stunts selbst dreht. Hochversichert. Duke Montana, ich weiß, wenn er noch am Leben wäre, würde ich jetzt sagen. Wo ist das scheiß Pferd hin? Es kann doch nicht so schwer sein, jemanden umzubringen. Max denkt sich immer waghalsigere Szenen aus. Doch der alte Western-Haudegen ist einfach nicht tot zu kriegen. Das ist zwar Klamauk und nicht ganz neu, aber macht unglaublich Spaß, dank der tollen Besetzung. Robert De Niro, Tommy Lee Jones und Morgan Freeman. Das ist der helle Wahnsinn, Leute. Das ist Kings of Hollywood. Nicht im Stream, sondern tatsächlich wieder im Kino. In diesem Jahr war erstmals überhaupt ein Film aus Belarus auf der Berlinale zu sehen. Für ein Festival, das schon immer einen sehr direkten Draht nach Osteuropa hatte, mehr als erstaunlich. Das sagt eigentlich schon, wie abgeschottet das Land ist, wie stark die Menschen dort und insbesondere Kunst, Kultur und Medien drangsaliert werden. Courage, so der Titel der Dokumentation, begleitet Teilnehmer der Massendemonstrationen gegen Machthaber Lukaschenko. Das sind Schauspieler, die wegen ihrer Nähe zur Opposition bereits ein faktisches Berufsverbot hatten. Nach ihrer Teilnahme an Courage mussten sie nun aber aus Angst vor weiteren Repressalien ihre Heimat endgültig verlassen. Eine bewegende Innenansicht auf die letzte Diktatur in Europa, nur 600 Kilometer von Deutschland entfernt. Es war ein Tag der Euphorie und der Hoffnung. Am Tag der Präsidentschaftswahl in Belarus am 9. August letzten Jahres war eigentlich klar, dass Machthaber Alexander Lukaschenko die Wahl verloren hat. Die Menschen gehen zu Hunderttausenden auf die Straße und feiern den Sieg der Demokratie. Doch noch in der gleichen Nacht gibt Lukaschenko seine Antwort: brutale Gewalt. Der Dokumentarfilm Courage fängt diese historische Chance auf Demokratie ein, von der heute nichts mehr übrig ist. Die Situation im Land ist schon seit Monaten Alarmstufe Rot. Die Repressionen sind so stark, dass die Menschen die Angst haben, ihre Gefühle zu zeigen. Es gab eine Geschichte, die meine Freundin erzählt hat. Eine Frau fuhr aus dem Gefängnis im Straßenbahn und hat beiseite geguckt, ob keiner sieht, dass sie weint. Das bedeutet, die Menschen sind schon so tief stark betroffen und deprimiert sind, dass sie sich allein gelassen fühlen. Um Repressionen zu entgehen, mussten die Macher und die Protagonisten des Films aus Belarus flüchten, das Filmmaterial außer Landes schaffen. Nur die Kamerafrau lebt noch in Minsk. Zur Weltpremiere des Films kam sie jetzt nach Berlin. Bei ihrer Rückkehr muss sie mit dem Schlimmsten rechnen. Ich versuche nicht viel darüber nachzudenken, denn es ist zwecklos.
In Belarus kannst du für irgendeine Kleinigkeit 7 Jahre Haft bekommen oder du arbeitest als Journalistin und bringst eine brisante Affäre ans Licht und nichts passiert. Diese Willkür, dieses Chaos ist Strategie des Regimes. Jeder soll Angst haben. Keiner weiß, was passieren wird. Courage zeigt, wie 3 Schauspieler des Belarus Free Theater in Minsk die Tage der Proteste und der Gewalt erleben. Der Leiter des Theaters ist im Exil in London und leitet online die Proben. Die Gruppe bezeichnet sich als Ministerium der Gegenkultur. Seit 16 Jahren leistet sie künstlerischen Widerstand, tritt an geheimen Orten, in Privatwohnungen oder im Wald auf. Was in Belarus passiert ist, sieht aus wie eine spannende Netflix-Serie. Plötzlich wankt eine Diktatur, von der niemand das erwartet hätte. Das sind sehr theatralische, filmische Elemente. Von außen, vom Westen aus betrachtet, mit Popcorn auf der Couch, kann man süchtig werden danach. Aber leider ist das keine Fiktion, sondern das echte Leben. Es war eine Revolution der Frauen. Weil ihre Männer im Gefängnis saßen, stellten sie sich an die Spitze der Opposition. In einem Staat, in dem erwartet wird, dass Frauen zu Hause bleiben und den Mund halten, gingen sie zu Tausenden auf die Straße. Ihr Protest war strikt gewaltfrei. Sie kämpften mit Blumen und mit einem kaum vorstellbaren Mut. Wenn man sich in Belarus für Demokratie engagiert, steht plötzlich das Leben der ganzen Familie auf dem Spiel. Was wäre wohl das Beste für unser Kind? Ein Elternteil zu verlieren? Das kann durchaus passieren. Dafür, dass es in einem freien Land aufwachsen kann? Oder gibt es einen Kompromiss, dass wir im Notfall beide ins Exil gehen? Die Situation prägt die Kinder. Mein Sohn sagt, Mama, lass uns Wasserwerfer spielen. Oder Mama, der Gefängnistransporter holt dich gleich ab. Und du denkst, das ist nicht die Kindheit, die du für dein Kind wolltest. 10.000 wurden bei den Protesten verhaftet. Gefangene berichten von Gewalt, Folter, Vergewaltigungen. Für die Angehörigen Horror und Angst. Und spätestens seit Lukaschenko ein Flugzeug entführen ließ, um den Blogger Raman Pradasevich zu verhaften und später zu einem absurden Geständnis im Fernsehen zu zwingen, weiß man, dass er vor nichts zurückschrecken wird, um seine Macht zu sichern. Mit Entführung von Flugzeug, es ist nichts anderes als 11. September 2001. Das hat nur aber ein Staat sie erlaubt, beziehungsweise eine militärische Junta. Und ich bin mit meiner Prognose in diesem Stadium, dass ich denke, es nur ein Anfang ist. Ich glaube, die große Eskalation wird noch uns erwarten. Und das wird schon sehr brutal sein. Spätestens seit der Flugzeugentführung ist auch der Westen unmittelbar betroffen vom Terror Lukaschenkos. Der Dokumentarfilm ist ein verzweifelter Appell, Lukaschenko zu stoppen. Europa und speziell Deutschland müssten noch weit schärfere Sanktionen gegen das Regime erlassen, fordern die Filmemacher. Derweil geht der Terror in Belarus weiter. Das war das Kinoressort bei Tagesschau 24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.